KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom KinoCast nach einer kleinen Sommerpause, die wir da eingeschoben haben. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Ja, hallo erstmal. Alle wieder da. Chris hat seine sexy Stimme ausgepackt hier. Wunderbar. Oh ja. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr seid alle gesund und munter durch die Sommerpause gekommen und seid jetzt wieder mit am Start. Ja, der Chris hat natürlich durchgezogen, auch mit Sneak Preview und Moderation und so weiter. Der wird uns dann mal von ganz, ganz vielen Sneak-Filmen berichten, die in der Vergangenheit jetzt in den letzten Wochen in den Innenstadtkinos gelaufen sind. Als da wären zum Beispiel Jagdsaison, Chase, das ist nicht der kleine Hund von Paw Patrol, habe ich erfahren, Beast, ja. Und ich habe auch einen Film gesehen im Kino, Bullet Train, und zwar auf Französisch. Mal gucken, ob ich was kapiert habe. Ja, und dann haben wir natürlich noch ein paar andere Filme, die hier neu erschienen sind, zum Beispiel Not Okay, Everything Everywhere All at Once habe ich mir mal im Stream geklickt, die Woodstock 99 Doku, Day Shift, die Premiere von Netflix, und die Serien lassen wir heute mal außen vor und ja, dann schauen wir mal, was bei der Hausaufgabe rausgekommen ist, ob da überhaupt jemand mitgemacht hat und ja, volles Programm heute. Chris, dann würde ich gleich mal zu dir überleiten. Erzähl doch mal, was so in den Sneak Previews der vergangenen Wochen lief. Das mache ich sehr gerne. Wir starten mit der Sneak Preview vom 8.8.2022. Da lief nämlich Chase. Da war die Kate nämlich auch noch dabei bei diesem Film. Ja. Bei Chase handelt es sich um den neuen Film mit Gerard Butler. Gerard Butler auf der Suche nach seiner Frau Lisa. Er ist unterwegs, seine Frau zu ihren Eltern zu fahren, weil Krise in der Ehe massiv und sie ist psychisch ein bisschen belastet. Er ist Bauunternehmer und ist ständig am Arbeiten und auf jeden Fall läuft es nicht mehr ganz so, wie es laufen sollte. Er soll sie dann zu ihren Eltern bringen, weil sie da erstmal Unterschlupf findet, damit die sich erstmal Abstand voneinander haben. Halten kurz bevor sie bei den Eltern sind nochmal an einer Raststätte und seine Frau Lisa verschwindet und es beginnt dann die Suche von Gerard Butler nach seiner Frau Lisa, wo auch immer sie ist und warum und wieso und weshalb. Und, schaltet die Polizei ein, die ist natürlich erstmal misstrauisch. Gerät selber ins Visier dann, ob da nicht doch irgendwas ist, weil die ja auch Stress hatten miteinander und. Insgesamt, Kate, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, insgesamt ist es ein Film, der nichts Neues erzählt und der dann hinten raus dank so halb Pseudo-Sektenmäßig und komischem anderen Gedings ein wenig sehr strange abbiegt und auch, wie ich finde, unfassbar viele logische Löcher hat. Ja. Okay, danke. Da habe ich da schon mal nichts Falsches erzählt. Ja, grundsätzlich, das Problem an dem Film, fand ich, war, wie der Chris schon gesagt hat, es gab nichts Neues. Und es war halt so, es war so wenig Neues, dass der Film extrem wenig hängen geblieben ist bei mir. Und ich tatsächlich jetzt vor der Aufnahme überhaupt nochmal gucken musste, um was ging es denn überhaupt in dem Film? Und wenn das passiert im Kopf, dass du irgendwie nach einer Woche oder nach zwei Wochen oder was weiß ich, gar nicht mehr weißt, um was es geht, sondern nur noch den Filmtitel weißt, hat der Film was falsch gemacht. Willkommen in meiner Welt. Ja, ich gucke ja extrem viel Filme und Serien, vor allem Serien und so, aber ich kann mich immer dran erinnern, um was es grob ging. Ja? Aber bei Chase ist einfach so wenig hängen geblieben. Der war gut zum Angucken, der war okay, Logiklücken, keine Frage, und schwierig, also manchmal ein bisschen langsam erzählt, aber er war jetzt nicht kein kompletter Reinfall in dem Moment im Kino. Aber ich bin rausgegangen und ich glaube, hätte ich mich zwei Tage später nach dem Plot gefragt, hätte ich die Hälfte vergessen zu erzählen. Und wie gesagt, heute, wenn ich jetzt heute den Film hätte vorstellen müssen, hätte ich, glaube ich, irgendwas abgelesen, weil ich gar nicht mehr alles zusammengekriegt hätte. Weil das finde ich persönlich auch fast mit so die schlimmsten Filme, die so, ja, die so gerade so knapp über der Nulllinie fliegen, dass man sagt, ja, war ganz okay, für die Sneak in Ordnung. Aber die hast du dann wirklich so schnell wieder vergessen. Also ja, die gut sind und die schlecht sind, die merkt man sich noch eher.
Ja, aber genau. Die, die so, ja, da so hinplätschern, wir hatten ja auch während dem Lockdown so viele irgendwelche Netflix-Produktionen gesehen, die eigentlich auch völlig nichtssagend waren. Und die habe ich alle wieder vergessen. Ja, das überschreibt dann mein Gehirn mit irgendwelchen Sachen, die mich mehr interessieren oder so. Naja, also Chase könnt ihr jetzt nicht so richtig empfehlen. Genau. Wie sieht es da punktuell aus? Vielleicht noch, also, noch ganz kurz zu Chase. Also der Originaltitel von Chase ist übrigens Last Seen Alive. Ja. Es total mehr Sinn macht. Zum ja, Mal definitiv macht es viel mehr Sinn macht. Regie war Brian Goodman, der ganze Film geht 95 Minuten und die weibliche Hauptrolle, also die Lisa, spielt Jamie Alexander und die ging mir sowas von auf den Seiler. Kann also, die Frau nicht leiden, ey. Das war echt schlimm, weil ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen die Hoffnung, so, ach komm, find sie einfach nicht. Der Vorteil ist ja, dass sie nicht die Hauptfigur ist, sie ist ja eigentlich nur die Verschwundene. Ja, und so. Aber es gibt halt den einen oder anderen Rückblick oder dann auch diese Szene, bevor sie verschwindet oder im Auto und so. Und ich mir einfach denke, Mädchen, du bist so nervig. Ich mag die einfach nicht. Also grundsätzlich nicht. Auch in anderen Filmen mag ich die nicht. Sie ist mir einfach unsympathisch. Ja. Ich habe gerade mal geguckt. Deswegen war es gerade also so, dass sie nicht den Hauptcharakter hatte. Bei Blindspot fand ich die ganz gut in der Serie. Aber gut, ja. Ich weiß, was du meinst. Dann. Da war sie halt in einer sehr speziellen Rolle dann. Aber... Ja gut, also klingt jetzt, ich sag mal, für Disney klingt das sehr okay, was ihr erzählt habt. Ne? Das war jetzt ganz okay, 90 Minuten, passt, ja, da kann man sich mal ein bisschen vor die Stirn schlagen und so. Und ja, wie gesagt, weil du halt am Anfang schon denkst, nichts Besonderes und dann ist es halt eher, ja, trifft es ein bisschen ins was Seltsames ab. Aber ja, und du sitzt halt auch nicht da und denkst so, was für eine Zeitverschwendung, sondern du sagst, oh ja, okay, ja, ist ganz nett, willst schon wissen, wie es jetzt ausgeht und so. Und finde ich eigentlich auch, dass das relativ actionreich war, in Anführungsstrichen, ja. Aber wenn du halt schon viele so Entführungssachen gesehen hast, egal ob jetzt in Serien oder nicht, dir fallen halt einfach Sachen auf, die einfach nur dämlich waren. Also, deswegen. Aber er war jetzt kein Reinfall, wo ich sage, oh Gott, die Zeit hätte ich lieber zu Hause bei meinem Hund verbracht. Oder dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mein Handy rausholen und irgendwas nachlesen oder daddeln oder was weiß ich, weil der Film so blöd ist. Der war für die Sneak vollkommen in Ordnung, aber im Nachhinein komplett vergessenswürdig. Das ist halt. Früher wäre sowas in der Videothek irgendwo gelandet, so ein Action-Quatsch, das ging da immer ganz gut in der Videothek, aber heutzutage kommt halt sowas sogar ins Kino. Nein. Ja. Wie sieht es denn punktemäßig aus bei euch? 5 von 10. Ich hatte ihm tatsächlich ursprünglich 6 gegeben, aber da er sich so aus meinem Kopf verflüchtet hat, habe ich runter reduziert auch auf 5, weil er einfach nur Mittelmaß ist. Naja, dann passt ja die 5er-Wertung. Ja, mal sehen. Genau, ich habe nicht gehört, dass ihn jemand anders in der Sneak hatte. Ich weiß gar nicht, ob der nur bei uns lief oder so. Der nächste Film allerdings, da hatte ich schon mal was gehört von irgendwelchen anderen. Jagdsaison. Jagdsaison, ja, ich glaube, Jagdsaison ist so einer der Filme, wo im Endeffekt ich sage, oh Gott, was für ein Quatsch, aber er trotzdem in der breiten Masse doch relativ gut ankam, wenn ich mir nämlich die Bewertung in der Gruppe anschaue. Es geht um Eva und Eva wurde von ihrem Mann für Bella verlassen und als ob das jetzt noch nicht genug ist, muss sie sich Eva mit Bella arrangieren, weil... Evas Tochter findet die neue Stiefmama ganz toll, auch ihre beste Freundin findet sie ganz toll und dann kommt das Ganze zu einem Wellnesswochenende in dem Jagdrevier. und das soll Marlene, die beste Freundin, irgendwie mit einem Jäger was haben und es kommt alles zusammen und es entwickelt sich ein komplett chaotisches Wochenende. Was super seicht und hahaha lustig klingt, ist genau so. der Trailer verrät halt auch wieder extrem viel, wenn man den gesehen hat von Jagdsaison. Für mich ein Film, mit dem ich halt ja nicht so wirklich viel anfangen kann mal wieder. Weil ich glaube, so ein Ladies' Night Film, kann das sein? Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Es ist so dieser typische Ladies' Night Film mit, ja komm, und dann trinkt man noch irgendwie vorne ein Sektchen weg und was weiß ich was. Und dann lassen wir uns ein Brazilian machen da. Ja, und das ist ja auch voll okay. Dauert auch nur 93 Minuten, das ist auch okay. Aber ja, mich hat es nicht gecatcht und deswegen bin ich froh, dass die 93 Minuten relativ, sag ich, dann auch rum waren. Auch hier tatsächlich 5 von 10 Punkten von mir. Okay. Kate, du hast sie nicht gesehen, ne?
Nee, den habe ich ausgelassen. Einen Überblick verloren, wer ja was gesehen hat. Ich durfte ja auch gar nicht das Haus verlassen. Ja. Ich wurde ja leider mit Corona infiziert. Ja, ich glaube, das passiert fast jedem. Hat mich auch erwischt. Ja, irgendwann ist, glaube ich, jeder fällig. Ja, ja. Ja. Aber der Chris hat durchgezogen. Offensichtlich immun durchgezogen. Gegen alles hier. Der hat den Zaubertrank genommen. Ich bin ja komplett hier. Ich bin ja der Superhuman. Du bist das Biest sozusagen. The Beast. Oh, Überleitung, die Oscar-reif ist hier. Ja, die Sneak vom 22.08. war nämlich der neue Idris Elba-Film Beast, Jäger ohne Gnade. Nicht des verlorenen Schatzes. Nein, ich wollte hier noch ein bisschen jetzt gerade dramatische Pause machen. In Beast, aber wir haben ja keine Zeit. In Beast geht es darum, dass... jetzt müssen wir aber aufpassen, nicht, dass die hier GEMA-pflichtig wird. Jäger ohne Gnade, Beast, Jäger ohne Gnade. Idris Elba möchte mit seinen beiden Töchtern, die so im Teenageralter sind, die eine müsste, glaube ich, 16 sein, die andere 14 oder 15 und 13 oder 15 und 12 oder irgendwie sowas, fliegt nach Afrika, in die Richtung, wo ihre Mutter, die leider verstorben ist, herkam. Die Beziehung zwischen Vater und Mutter war auf Trennung ausgelegt. Dann ist sie krank geworden und natürlich leiden die Kinder darunter, dass sie eigentlich keine so wirkliche Beziehung zu ihrem Dad haben. Und sie machen sich auf einen Trip eben in diese Savanne, wo sie einen alten Freund der Familie treffen, der hier auch so ein so Safaris macht und alles. Und da gehen sie eben auf einen Trip, landen in einem Dorf, wo, sieht man übrigens auch im Trailer, deswegen kann man es erzählen, landen in einem der Dörfer, wo so ziemlich alle hingerichtet sind. Und das ist schon so ein bisschen seltsam. Im Vorfeld, muss man dazu noch sagen, fahren sie an einer Löwenherde vorbei und da sind die Löwen, glücklich die beiden... aussieht. Ja, weil da mit denen, die hat er quasi aufgezogen, die Löwenmännchen, deswegen begrüßen die ihn auch ganz freudig und ganz cool. Und deswegen hat er da auch so eine Beziehung zu denen. Jedenfalls kommen sie dann in dieses Dorf, wo alle hingemetzelt sind und man stellt fest, okay, das muss von einem riesen, großen, bösen Löwen gemacht worden sein. Und ja, wie es eben so ist, man macht sich ein bisschen auf die Suche nach diesem Löwen dann, oder vielmehr auch nicht, weil man eigentlich raus will aus der ganzen Sache. Und dabei geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann, weil natürlich Mensch gegen Wildnis ist und in dem Fall liebender Familienvater gegen einen übermächtigen Löwen. Es treten auch noch ein paar Wilderer auf, also was relativ spektakulär klingt, kann man sagen, hat ein paar coole Szenen, ein paar richtig nett gemachte und auch gut gemachte Szenen, wo auch mit dem Sound gespielt wird. Eine Szene, die ist auch im Trailer zu sehen, wo der Löwe gegen das Auto hüpft und da die Scheibe und in dem Moment ging durchs Kino so eine richtige Druckwelle vom Bass her und das war richtig gut. Na, das war wirklich beeindruckend. Aber im Endeffekt, ja, jeder wird mal von dem Löwen attackiert, jeder kriegt eine mit. Idris Elba kriegt massiv noch eine mit. Ob er es überlebt oder nicht, sage ich jetzt mal nicht, aber... Ist das dann so eine Art Revenant, dass die sich dann irgendwo durchschlagen müssen, oder? Ja, das auch, ja. Okay. Also, wie gesagt, es ist so... Ja, es ist mal so ein netter Zwischendurchfilm für, hey, ich hätte mal Bock, irgendwie eine Reise nach Afrika zu machen. Können wir da nicht einen Film drüber drehen? Ja, komm, lass einen Film drüber drehen. Ja. So kam es mir im Endeffekt dann vor, also... Auch hier wieder die Story einfach super seicht mit, ja, hier, ich bin jetzt nur noch alleine für meine Kinder da und ich werde natürlich alles dafür tun und kämpfe auch gegen übermächtige Löwen. Der, ganz komisch, warum der Löwe das macht und überhaupt. Und ich habe eine Frage. Ja. Warum haben die nicht ihre Beine in die Hand genommen und sind gegangen? Aus welchen Gründen mussten die, also gab es irgendein Ereignis, dass sie sagen, sie konnten nicht zurück in diesem Moment, weil ihr Fremdenführer gefressen wurde, ihr Auto zerstört wurde oder irgendwas. Ja, das Auto. Wieso? Das Auto hat den Crash. Also okay. die haben, das läuft so, die sind auf dem Weg zurück und dann
schmeißt sich einer auf die Straße und bittet um Hilfe, der auch aus dem Dorf war, aber schon ziemlich zerfetzt auch war. Und dem wollen sie dann helfen. Woraufhin der Fremdenführer, also der, oh Gott, wie hieß er da? Martin? Haben sie die Quest Martin. Quest bekommen Charlton Copley spielt Martin. Der dann rausgeht, das kommt auch im Trailer, der dann sich mit dem Löwen quasi schon anlegt. Dann wollen die flüchten, fahren volle Möhre gegen den Baum, das Auto hinüber und sind also hängen dann im Auto fest. Ja, ist halt, okay. Ja. Ich sag ja, es kommt alles zusammen. Ja, also es ist auch für mich so ein Film mit, hey, wir haben irgendwie ein Date, lass uns doch da mal reingehen, das ist bestimmt ganz arg cool, weil wenn man dann Augen für seine Liebste, seinen Liebsten oder irgendwas hat, dann ja, ist das auch mal ganz nett. Ja. Insgesamt, was mich ja interessiert hatte, Heimkino reicht. Ja. Weil der Regisseur des Ganzen ist Balthasar Kormákur aus Island und der hat ein paar Filme gemacht, die mir richtig gut gefallen haben. Contraband zum Beispiel lief auch mal in der Sneak mit Mark Wahlberg. Two Guns hat er gemacht. Everest, den hat man auch in der Sneak, der war richtig geil. Aber hat dann in den letzten Jahren nicht mehr so gute Sachen gemacht. Also das waren dann eher so tiefgründige, dramatische Sachen. Das klingt wieder so eine Mischung aus beiden irgendwie gefühlt. Also auch wieder was mir nicht gefallen würde wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, fürs Heimkino, glaube ich, funktioniert er. Auf dem Kinosaal durch manche Szenen waren echt cool, aber ansonsten auch da wieder mal teilweise. Also ich bin jetzt nicht so tief drin in der Materie, wie intelligent Löwen sind. Nur der große böse Löwe hat sich schon ziemlich doof angestellt. Und was da auch alles überlebt, ist natürlich auch wieder ein wenig überraschend. Von dem her, ja, insgesamt ein netter Film für die Sneak, auch wieder mal ein ganz cooler Film für die Sneak, mit halt einem Idris Elba, nicht in Bestform, sondern halt mit Idris Elba, 6 von 10 Punkten. Okay. Nee, klingt ja auch wieder nach einem richtig okayen Sneak-Film, fand ich. Also jetzt definitiv, ja. Ich meine, aus der Rubrik hätte schon ein bisschen besser sein können, aber war jetzt kein großes Ärgernis oder so. Wir hatten ja da schon manchmal ganz andere Fälle. Und so ein bisschen Action-Quatsch, ein bisschen überzogen, so, das geht ja in der Sneak eigentlich immer ganz gut, finde ich. Ja. Apropos, wie sieht's denn dann morgen aus? Wie lautet da der Tipp und ist da schon was eingegangen? Da ist, soweit ich das gesehen habe, was eingegangen. Der Tipp lautet eine ungewöhnliche Begleitung. Und es gibt einen Tipp, der heißt Jeepers Creepers Reborn. Gibt's den Film? Okay. Weiß ich nicht, aber da hätte ich Bock drauf. Okay, mal gucken. Ob's ja, da gibt es sogar einen Trailer für. Ja? Ja, ja. Ungewöhnliche Begleitung. Naja, mal schauen. Jeepers Creepers, die waren ja immer ziemlich heftig, die Filme. Ja, richtig. Mal gucken, wie dann die neue Variante ist, die es dann gibt, ob der überhaupt in der Sneak läuft. Ich denke auch mal, wenn sich andeutet, dass so ein Horrorfilm kommt, dann geht das mal wieder die Hälfte oder so. Mal schauen. Mal schauen. Naja. Und so die Wertungen eigentlich so aus der Gruppe für die gesehenen Sneak-Filme, da wollten wir eigentlich auch noch kurz drauf eingehen. Mal gucken. Der Idris Elba-Film Beast, oh, da ist ja sehr durchwachsen. Da ist ja von 1 Punkt bis 8 Punkte alles dabei, aber ja, 7 und 6 Punkte haben noch mit den meisten Stimmen auf einem niedrigen Niveau, würde ich sagen. Ja. Jagdsaison, ja, viele haben mittelmäßig, aber manche fanden es auch sehr gut. Also das liegt eher so im vorderen Feld. Und Chase, Last Seen Alive, ja, zwischen mittelmäßig und 8 Punkten, würde ich sagen. Ein paar Ausreißer nach oben und unten bestätigen das Ergebnis, ja. Na gut, mal schauen, was dann morgen so in das Sneak Preview kommt. Und ich habe einen Film gesehen, auch im Kino, nämlich in Frankreich, habe ich Bullet Train geschaut. Und meine Hoffnung war, ich war ja, als ich letztes Mal in Frankreich war, auch im Kino und da hatte ich was auf Französisch mit englischen Untertiteln sehen können. War diesmal leider nicht so. Es war also komplett auf Französisch. Ich musste mich da schon sehr konzentrieren. Was aber jetzt nicht so schwer war, also in dem Film. Da waren jetzt nicht irgendwelche sehr tiefgründigen Sachen drin, sondern das ging jetzt halbwegs. Also Bullet Train, wer noch nichts davon gehört hat, es geht um den Shinkansen-Zug in Japan. Der wird genannt Bullet Train.
Und der Film heißt auch im Französischen Bullet Trains, haben sie nicht übersetzt, irgendwie in TGV oder sowas. Und die Hauptrolle hat Brad Pitt, der wird uns am Anfang, ist die Szene, die man im Trailer sieht, so vorgestellt als, ja, das ist so ein Auftrags, ja, der erfüllt halt verschiedene Aufträge von bis, also von Beschaffung, von Diebstahl bis hin zum Auftragsmord, kleine Agentensachen. Kann man ihn halt buchen für viel Geld, weil der halt doch ganz gut ist und so. Und wir sehen am Anfang, er bekommt einen Auftrag, er soll da mal hingehen in den Zug und soll sein Schließfach öffnen am Bahnhof, sein Equipment rausholen, was für ihn dort bereit liegt, und soll in den Zug reingehen, und dort bekommt er dann den eigentlichen Auftrag, er soll nämlich einen Aktenkoffer beschaffen. Also sieht man ja alles schon im Trailer, ist ja jetzt keine große Überraschung, was jetzt bis dahin passiert, aber was man, glaube ich, andeutungsweise im Trailer sieht, er ist so ein bisschen in der Sinnkrise, der Brad Pitt, weil bei seinen vorhergehenden Aufträgen hat er so ein bisschen über die Stränge geschlagen und hat auch mal Leute verletzt und erschossen, die vielleicht nicht unbedingt erschossen gehört hätten, und er hat dann so jetzt so ein bisschen so eine Sinnkrise, hat so ein bisschen zu sich selber gefunden und will die Waffe, die in dem Schließfach liegt, nicht mitnehmen, versucht also diesen, in Anführungszeichen, einfachen Auftrag, Beschaffung eines Aktenkoffers, einfach mal ohne irgendwie tödliche Gewalt durchzuführen, ja, und klingt ja auch alles ganz einfach, er geht das Ding, findet den Koffer, und dann sieht man es ja auch schon im Trailer, er ist da nicht der Einzige in dem Zug, und das Ganze wird so episodenartig, so ähnlich erzählt wie bei Snatch zum Beispiel oder Pulp Fiction, wo wir die einzelnen Gruppierungen dann so vorgestellt bekommen, die haben auch ganz lustige Namen, also Brad Pitts Deckname ist Ladybug, also Marienkäfer, ja, die anderen haben auch alle lustige Namen, und das Casting hat mich voll überzeugt, also bis in alle Nebenrollen, die da drin sind, also alle möglichen Parteien, die da auch irgendwas haben, jeder hat da irgendwas zu tun, sind lauter Gangster in diesem Zug, und die eigentliche Aufgabe ist dann, er soll halt zu so einer bestimmten Station fahren, dort halt aussteigen mit dem Koffer, aber das geht halt alles, ja, nicht so richtig glatt, und führt dann zu riesigen Verwicklungen, natürlich alles begrenzt auf diesen Zug, wobei es auch mal ein bisschen außerhalb des Zuges spielt, und auch die Vor- und Rückblenden, die so passieren von den Personen, die sich im Zug befinden, sind natürlich auch außerhalb des Zuges, und ich hatte einfach einen absoluten Riesenspaß bei diesem Film. Wurde ja auch gemacht von David Leitch, der Deadpool 2 gemacht hat, oder Atomic Blonde oder John Wick, und Sandra Bullock hat eine kleine Nebenrolle, die ja auch schon in diesem Lost City Film, wo Brad Pitt eine kleine Nebenrolle hatte, das war quasi der Quid pro Quo Deal sozusagen, hier, da spielst du mit eine kleine Rolle und dann spiele ich bei dir mit und so, das passt hier auch wahnsinnig gut, und ich will mal noch nicht die anderen Nebendarsteller alle verraten, die teilweise auftreten, weil da sind so lustige Sachen drin. Riesenspaß gehabt, also war bis jetzt so ein bisschen mein Kinofilm des Jahres, bis jetzt. Also da kann ja noch einiges kommen. Ich hatte echt viel Spaß. Ich musste den nochmal in Deutsch gucken, dass ich auch wirklich alles verstehe. Aber für mich 8,5 von 10, das ist so ein Film, den man auch im Kino sehen sollte, weil der gruppendynamische Effekt, wenn dann plötzlich alle lachen und so und alle irgendwas abfeiern, was da gerade passiert, das ist einfach Wahnsinn. Ja. Also, sehr gut gefallen. Checkt mal, ob der noch irgendwo im Kino läuft, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und ihr vielleicht auch, vielleicht interessiert es euch. Also wenn ihr sagt, ihr wollt da noch mal reingehen, dann würde ich bestimmt noch mal mitkommen. Weil er hat echt Laune gemacht, der Film. So viel Spaß. Das Ganze ist mit zum Augenzwinkern erzählt, so nicht ganz so ernsthaft, aber dann wiederum völlig übertriebene Action. Wie geht das? Und bis hin zu lustigen Szenen, die man auch schon in dem zweiten Trailer sieht, wo die beiden im Ruheabteil sitzen und die behaken sich unterm Tisch, treten sich gegens Knie und dürfen aber keinen Krach machen. Dann macht immer so eine Frau pscht. So, herrlich. Sehr, sehr lustig. Also mit übertriebener Gewalt, wer das mag. Es hat mich sehr an Snatch erinnert. Nicht nur wegen Brad Pitt, sondern auch die ganze Art und Weise, diese ganzen Gangster, die da irgendwie zusammenkommen. Und ja, Empfehlung von mir, Bullet Train, was ja auch sich in den Kinocharts widerspiegelt, denke ich mal. Mal gucken, wie es nachher aussieht. Ich habe es ja noch nicht offen. Aber der lief ja ganz gut. Jetzt ist er ja schon fast wieder durch aus dem Kino. Ist ja auch schon anderthalb Wochen her, dass ich den gesehen habe. Ja, können wir aber gleich mal reingucken in die Kinocharts und Neustarts, was da so drin ist. Kinocharts und Neustarts. So,
Was haben wir denn in den Charts? Ah, ein Film, den ich auch noch sehen möchte, ist auf Platz 5, nämlich Gugelhupfgeschwader. Der neue Teil der Eberhofer Krimis, muss ich sehen. Dann auf Platz 4 haben wir Bullet Train. Das soll ganz gut sein, habe ich gehört. Ach ja, ich lese. Läuft aber nächste Woche nur noch Dienstag und Mittwoch. Ne? Weil ich es gerade hier lese, Filmlänge 127 Minuten, der kam mir. Der Film war vorbei. Ich gucke auf die Uhr. War es schon so spät? Also er war so kurzweilig und weil ja auch ständig irgendwas passiert und coole Dialoge und alles, ja. Dann auf Platz 3 die Minions auf der Suche nach dem Miniboss. Auf Platz 2 der Gesang der Flusskrebse. Eine überraschende Nummer 2 eigentlich, aber schön. Der läuft aber in Frankreich auch überall. Habe ich überall die Poster gesehen bei den Kinos. Platz 1 die Känguru-Verschwörung. Da war ja letzte Woche sogar der... Am Montag, genau. Der Marc-Uwe Kling im Kino. War da. Genau. Hat seinen neuen Film vorgestellt. Ja, ich glaube, das ist nichts für mich, nachdem mich der vorhergehende Film schon nicht so recht vom Hocker gerissen hat. Euch glaube ich auch nicht, obwohl ihr habt da noch mehr Affinität, ne? Ja, also... Ja, aber ich habe jetzt... Ja, ich habe jetzt nicht so wirklich Interesse, den zu sehen. Ich fand die Bücher besser. Mhm. Die Hörbücher. Ja, Hörbücher. Ab Platz 1 hier im Kinocharts, ich denke mal... vielen anderen gefällt es. Also wenn das was für euch ist, dann geht da mal ins Kino rein und gucken wir doch mal, was so ein neues anläuft im Kino, was da so dabei ist. Freibad, neue Komödie von Doris Dury über die unterschiedlichen Ansichten in Deutschlands einzigem Frauenfreibad. Dann startet 3000 Years of Longing. romantische Fabelgeschichte über das Zusammentreffen eines eingesperrten Djinn und einer Gelehrten. Okay. Da habe ich einen Trailer gesehen. Es sieht irgendwie abgefahren aus. Reizt mich jetzt nicht so von der Beschreibung her ins Kino. In der Reihe Best of Cinema kommt nochmal Highlander ins Kino. Here we are! Born to be kings! Es kann nur einen geben. Dann startet auch noch Das Glücksrad, Wheel of Fortune in Fantasy, Episodendrama über die Liebe, das Schicksal und die Zufälle des Lebens vom japanischen Meister Ryusuke Hamaguchi. Den hatte ich ja getippt bei diesem Ding, 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 Ding. Haben wir ja. Komm mit, ach nee, ist ein Dokumentarfilm, zum Glück, da steht nichts da. Fitzcarraldo, das ist doch auch ein alter Film, das ist doch der Film mit Klaus Kinski. Ja, ne? Werner Herzog schleppt ein Schiff über den Berg. Ja, das ist doch der Kinski-Film, wo dann auch diese berühmte Doku entstanden ist. So. Wo Kinski und dann da startet noch Indemnity, die Jagd nach der Wahrheit, südafrikanischer Action-Thriller, in dem ein Feuerwehrmann ins Kreuzfeuer gerät. Aha. Justine startet noch, da muss ich mal eine andere Seite aufrufen, ob das da irgendwie mehr Informationen gibt. Nee, da steht es gar nicht dabei. Ach nee, halt, wir sind ja schon im September. Moment, Justine, hier haben wir es. Jamie Patterson, Talula Rose Haddon. Erik, am Donnerstag ist der 1. September. Ja, aber Justine ist eine junge Frau, die zwar äußerst intelligent, aber auch einen starken Drang zur Selbstzerstörung hat. Peach ist ihr einziger Freund und mit Hilfe von Alkohol hoffen die beiden, dass sie einen Ausweg aus ihrer aussichtslosen Zukunft finden. Naja. Ich weiß ja nicht, ob das der richtige Weg ist. Alkohol, glaube ich, die perfekte Lösung für, oder? So, was haben wir noch? Und dann, wie gesagt, L'État et moi. Der Komponist Hans Liszt war ganz vorne an der Front, als er 1871 auf den Barrikaden der Pariser Kommune kämpfte. Doch nun erwacht er auf einmal in Berlin Mitte der Gegenwart auf und hat keinen Ausweis bei sich. Ah ja. Okay. Spannend. Ist das sowas wie Die Besucher oder so, wo der dann aus der Toilette trinkt, oder? Naja. Okay, interessante Sachen dabei, aber ich glaube, die Filme aus den Top 5, die werden wohl noch eine Weile in den Top 5 bleiben. Da war jetzt, glaube ich, nichts dabei, was das nennenswert ablösen könnte. Nope. Aber im Heimkino läuft ja auch noch einiges und da haben wir auch ein bisschen was gesehen, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Heimkino. So, Kate, was ist denn Not Okay? Not Okay ist ein... ja, Comedy-Drama, ich würde eher Drama sagen als wie Comedy, in der eine junge Frau, gespielt von Zoe Deutsch, die heißt in dem Film Danny Sanders, spielt eine, ja, sagen wir mal,
ambitionierte, aber leicht seltsame junge Frau, die in einer Werbeagentur arbeitet und dort so Fotoediting macht. Und sie will aber eigentlich Redakteurin sein und werden. Und sie hat ein sehr verqueres Weltbild. Also es ist alles ein bisschen sehr strange, wie sie so sich selber und die Welt sieht. Weshalb sie jetzt auch nicht wirklich viele Freunde und so hat. Aber sie glaubt halt, dass sie mehr erreichen kann. Und sie steht auf den Influencer der Firma, der gespielt wird für Dylan O'Brien. Der heißt Colin und sie tut ziemlich viel, um seine Aufmerksamkeit zu erreichen. Er ist aber natürlich, sagen wir mal so, als Promi der Firma und sie ist halt so, die Leute kennen ihren Namen nicht mal. Und eines Tages behauptet sie, sie würde an einem Workshop für junge Autoren teilnehmen in Paris. Was aber natürlich eine Lüge ist, weil sie ist keine Autorin, sie wurde auch zu keinem Autorencamp oder so eingeladen. Und sie faked dann quasi ihren Aufenthalt in Paris, indem sie ihre Fähigkeiten als Fotoeditor benutzt und schließt sich da eine Woche ein und faked Fotos und alles. Problem an der Sache ist, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo sie vorgibt, in Paris zu sein, werden dort Terroranschläge verübt. Und sie hat irgendwie eine Stunde bevor am Arc de Triomphe eine Bombe hochgeht, dort ein Bild gepostet. Und dementsprechend glauben natürlich alle, dass sie da dabei war und dass sie eine Überlebende ist. Und sie faked dann sogar ihren Rückflug, also dass sie quasi am Flughafen aus dem Terminal rauskommt, wo ihre Familie sie dann erwartet und verstrickt sich immer mehr in Lügen. Aber das, was sie erreichen wollte, schafft sie halt. Sie erreicht Aufmerksamkeit. Sie wird plötzlich berühmt als die Überlebende und ihr Schwarm macht dann auch ist dann auch auf sie aufmerksam geworden und nimmt sie mit auf Partys und so. Aber wie gesagt, es ist halt alles Fake. Es ist alles nicht echt und sie geht dann sogar zu einer Selbsthilfegruppe, um rauszufinden, wie man solche dramatischen Ereignisse richtig erzählt und wie man richtig reagiert, wenn man darauf angesprochen wird. Also sehr, sie steigert sich da ganz schön rein, ohne an die Konsequenzen zu denken. Denn was man auch schon direkt am Anfang des Films erfährt, ist, das Ganze fliegt natürlich auf. Inwieweit und warum, wieso und welche Auswirkungen das hat, das erzähle ich jetzt nicht. Aber es ist halt sehr, sagen wir mal, sehr plastisch dargestellt. Und also Zoe Deutsch spielt das unglaublich gut. Also ich fand sie richtig gut in der Rolle. Das Thema ist ein bisschen heftig. Also so dieses alles zu tun und Lügengeschichten zu erzählen und Bilder zu faken, nur um Fame zu sein, ist halt dieses typische Instagram Getue von vielen möchte gern Influencern. Und das wird, finde ich, ziemlich gut dargestellt in dem Film. Bewertet ist der, glaube ich, online nicht so gut. Also zum Beispiel bei IMDb hat er nur 6 von 10 Punkten oder Sternen. Ich fand ihn erstaunlich okay dafür, dass es so ein krasses Thema ist. Und es zeigt halt, wie schnell der Fall von ganz oben nach ganz unten sein kann. Klingt aber trotzdem irgendwie interessant. Ja. Ja, ist, wie gesagt, ist auch Wo interessant. du das noch Und gesagt hast ja. mit den Terroranschlägen, dachte ich schon, das hat so ein bisschen realen Bezug hier damals, hier, was war das, 13. November oder so. Ja. Aber wo du gesagt hast, dann Arc de Triomphe, da, nee, da war ja dann nichts. Also das wäre ja dann noch eine Stufe härter, wenn es noch quasi mit Bataclan oder sowas gewesen wäre. Aber Nee, also es da, hat aber wohl, also ich habe das jetzt mehrfach gelesen online, das ist jetzt nicht 100% bestätigt, aber es gibt wohl, es ist basiert wohl auf wahren Ereignissen, aber wohl sehr überspitzt dargestellt. Ja gut, da gibt es ja dann immer welche, das hatten wir damals gesehen, auch mit dem 11. September, die sich dann irgendwie auf Ja. das Dach retuschiert haben, wo dann das Flugzeug gerade unten fliegt und sowas. Ja, das ist halt dann echt übel, was da. Aber es geht halt jetzt mittlerweile auch relativ einfach, ne, sowas zu machen. Mittlerweile gibt es ja so Apps dafür, die könnte ich schon freistellen und auch irgendwo hinsetzen. Das ist ja total irre. Ja, klingt aber Auf trotzdem jeden Fall, spannend, ja. genau, den Film kann man auf Netflix klicken, falls ihn jemand anschauen möchte. Ja, ich glaube, ich mal machen. Was gibst du punktemäßig?
Ah, punktemäßig tue ich mich ein bisschen schwer. Also ich wäre vielleicht so bei 7,5. Okay. Weil er mich schon interessiert hat und ich dann schon wissen wollte, wie es weitergeht. Und weil ich halt finde, dass Zoe Deutsch das extrem gut gespielt hat. Weil das Mädel geht einem irgendwann bis zu einem gewissen Punkt fast schon auf die Nerven, aber nicht zu viel. Und du denkst die ganze Zeit, kann mal einer, der ihre Fingernägel abreißen? Das ist ja furchtbar. Das ist so eine. Und auch, ich glaube, sie sollte eigentlich auch Tabletten nehmen und sie nimmt sie nicht und solche Sachen. Das ist so. Die spielt es auf eine ganz, ganz coole Art und Weise, dass du den Charakter eigentlich scheiße findest, aber trotzdem wissen willst, wie das mit ihr weitergeht. Und das, weiß nicht, das ist halt dieses Hate the Character, aber ja, supporte den Schauspieler. Das ist halt, also das fand ich gut gemacht in dem Fall. Ja. Ja, klingt interessant. Ich glaube, da werde ich mal einen Blick riskieren bei Netflix. Und ich habe auch noch einen Film geschaut gehabt. Im Urlaub hatte ich mir den mal vorher runtergeladen gehabt aufs iPad, und weil den gab es da gerade zu kaufen. Nämlich Everything Everywhere All at Once. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, das war dieser Film, der ewig lange in den Charts drin war, den ich immer falsch zugeordnet hatte. Ich dachte mal, es ist ja ein neuer Wes Anderson-Film. Ist es nicht. Jetzt weiß ich, mittlerweile gab es ja auch Kommentare dann, und ich habe dann mal gesehen, worum es da geht, und habe ja im Hinterkopf gehabt, dass er so lange in den Kinocharts war. Das sind ja meistens keine schlechten Filme. Und ich muss ein kleines bisschen warnen, wer jetzt den Film noch sehen möchte. Vielleicht, ich taste mich ein paar Schritte weiter vor, als es üblich wäre, um halbwegs spoilerfrei zu bleiben. Aber ich muss einfach da noch ein bisschen weitergehen, um zu erzählen, was mich an dem Film begeistert hat. Also die Hauptrolle spielt Michelle Yeoh, und die arbeitet in einem Waschsalon in den USA zusammen mit ihrem Mann, der, wie wir dann auch erfahren, die sind dann vor einigen Jahren, sind die in die USA gekommen aus China, und weil der Mann hauptsächlich das wollte, und die Eltern von ihr wollten eigentlich, dass sie in Anführungszeichen eine bessere Partie macht und was anderes. Und sie hat ihn aber geheiratet, weil sie sich da sehr verliebt hat in ihn. Und er hat halt diesen Waschsalon aufgemacht. Und das ist halt nicht der große Wurf. Also die kommen so gerade so über die Runden und haben auch einige Probleme mit der Steuer. Und die Steuerfachangestellte, die sie da betreut in dem Finanzamt, wird gespielt von Jamie Lee Curtis. Absolut großartig. Ich habe die erst gar nicht erkannt. Und da dachte ich irgendwie, die Stimme, ne? Das ist sie doch. Und ja, sie haben natürlich ganz viele so Handbelege, die sie da irgendwie zuordnen müssen. Und das steht immer auf der Schwelle zum, ja, jetzt müsst ihr eine ganz große Strafe zahlen, weil ihr was nicht richtig gemacht habt und so. Ja, wenn man das jetzt so hört, denkt das, oh ja, großes Drama oder so. Aber dann passiert Folgendes. Nämlich, ihr Mann verändert sich plötzlich mal in einer Szene und sagt zu ihr: Du, ich bin quasi dieselbe Person, aber aus einem anderen Universum, und ich muss dir jetzt was ganz Wichtiges sagen. Du bist diejenige, die das Universum retten kann. Und, oder besser gesagt, das Multiversum retten kann. Nur du kannst es tun. Und ich komme ja auch aus einem anderen Universum und habe mich jetzt hier in den Körper deines Mannes mal reingeschaltet, um dir diese Nachricht zu überbringen. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, das und das zu tun, um hier aus der Situation rauszukommen. Und sie nimmt erstmal den falschen Weg und stellt dann aber, weil sie denkt, hä, was ist denn jetzt los? Was ist denn den gefahren und so? Und dann passieren aber auch sehr viele übernatürliche Sachen. Und sie stellt dann fest, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter ist. Und dieses Multiversum öffnet sich ihr nach und nach, wo sie dann auch sieht, welche verschiedenen Leben sie hätte machen können, was aus ihr hätte werden können. Also sie hätte zum Beispiel sehr berühmt werden können, wenn sie gewisse Scheidewege in ihrem Leben anders beschritten hätte. Sie hätte sehr reich werden können, sie hätte dies und das machen können, und sie hätte verschiedene Fähigkeiten haben können. Und das ist so dieser Hook in diesem Film, dass sie für die Rettung des Universums braucht sie verschiedene Fähigkeiten von ihren anderen Personen aus ihren anderen Multiversen. Da gibt es so Möglichkeiten, wie sie sich das rüberholen kann. Das ist auch alles, was jetzt sehr quatschig klingt, relativ schlüssig irgendwie erklärt und ist auch nicht ganz so wild wie bei Doctor Strange in The Multiverse of Madness, sondern das ist hier wirklich gut gefilmt. Und ich weiß noch nicht so hundertprozentig, auch nachdem ich den Film geschaut habe, das ist so ein riesen Bilderwerk. Stellt euch die Szene vor von Doctor Strange in The Multiverse of Madness, wo so ganz kurz diese ganzen verschiedenen Universen mal so durchfliegen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ungefähr ist es hier, aber sie springt dann immer rein und ist dann manchmal auch teilweise so für
für einige Minuten da drin und dann passiert ein bisschen was, dann springt sie wieder weiter irgendwo anders hin und dann kommt sie auch wieder zurück mit ihren Fähigkeiten und so. Und irgendwie war das alles sowas von abgedreht, dieser Film. Der hat mir einerseits wahnsinnig Spaß gemacht, aber andererseits hat er mich auch einfach sehr, sehr verwirrt zurückgelassen. Und ich kann ihn aber trotzdem empfehlen, weil das ist auf jeden Fall ein Film, den man absolut gesehen haben sollte. Spiegelt sich auch in meiner Wertung wieder. Es ist sehr gut gespielt. Es ist einfach mal was völlig anderes. Einfach mal zu sagen, die Situation, in der ich mich befinde, was hätte denn anders sein können in meinem Leben, wenn ich bestimmte Entscheidungen anders getroffen hätte? Was hätte da aus mir werden können? Also da steckt eigentlich so dieses große Ganze drin. Und ist der Partner, den ich für mich gefunden habe, ist es überhaupt der Richtige? Ja, hätte ich in meinem Leben andere Entscheidungen, andere Partner haben können, die vielleicht besser zu mir gepasst hätten oder sowas? Das schwingt da alles mit. Also dieses große Ganze, der Sinn des Lebens, Entscheidungen, die man trifft und ein sehr, sehr sehenswerter Film. Man muss ihn jetzt nicht unbedingt kaufen, weil den wird es ja dann bestimmt bald auch zum kostenlos Streamen geben. Aber wer mal ein richtig gutes Kinoerlebnis haben möchte, auch zu Hause auf dem Fernseher, der kann den sich ruhig mal klicken, jetzt schon. Oder halt einfach warten, bis der dann in ein paar Wochen oder Monaten dann frei verfügbar ist. Everything, Everywhere, All at Once. Ich bin sehr froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich gebe 8 Punkte. Und bin sehr gespannt, der wird bestimmt auch bei dem Oscar-Rennen vielleicht mit ins Rennen gehen oder so. Bin sehr gespannt. So, Chris hat eine Dunkle. Klingt irgendwie ja? Sehr cool. Ja, klingt, ist cool, abgefahren, alles drin irgendwie. Als der angefangen hat, dachte ich, okay, Wäscherei, worum geht's jetzt hier? Und dann dreht er auf einmal so richtig ab mit diesem Multiversum. Dachte ich, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Habe ich nicht kommen sehen. Habe ich nicht kommen sehen, genau. Chris, ja, Woodstock. Ich habe noch eine Doku am Stissel. Bevor du fragst, ich war bei der initialen Woodstock-Party nicht dabei, bevor du fragst. Im Jahre 1999 sollte es ein großes Revival von Woodstock geben, eine große Party mit ganz vielen Bands der damaligen Zeitpunkt, mit genau der gleichen Message von früher, Love, Peace and Harmony und was weiß ich was und alles. Es wurde ein Riesenspektakel geplant, was natürlich überhaupt nicht aufs Geld ausgelegt war, dass man richtig viel Asche mitmacht, war überhaupt nicht darauf ausgelegt. Wer sich erinnern kann, wer damals schon auf der Welt war oder wer da vielleicht auch ein bisschen was mitbekommen hat, weiß, okay, das lief alles nicht ganz so geil dort und dem Ganzen widmet sich eben jetzt diese Doku Woodstock 99, die es auf Netflix zu klicken gibt. Ich habe das in das sind 3 Folgen, jeweils glaube ich ungefähr 1 Stunde oder sowas, glaube ich, geht's. Ich habe das gesehen, ich habe es zum Erik gesagt, Erik, ich glaube, das solltest du angucken. Und ich habe den Erik erlebt, wie er es anschaut während der Zugfahrt von Köln nach Stuttgart zurück und er saß einfach auch nur kopfschüttelnd da. Und das trifft ungefähr das, wie ich das auch ganz wahrgenommen habe. Also es zeigt wirklich Bilder hinter den Kulissen, spricht mit Zeitzeugen in dem Fall. Ich meine, das ist jetzt auch schon 33 Jahre her. 23 Jahre her. 33 ich wollte gerade sagen. Ja, ich habe Ferien. Also über 20 Jahre her. Und teilweise auch die Aussagen von den Verantwortlichen dort, die lassen dich so teilweise sprachlos zurück, Erik. Ich glaube, da kannst du mir beipflichten. Wenn du denkst so, was ist los mit euch? Seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Es wird auch, wie ich finde, relativ klar erklärt, warum oder Gründe auf jeden Fall genannt. Hey Robin, unser Podcast ist auch da. Wird auf jeden Fall auch erklärt, wie es dazu kommen konnte. Also ein Erklärungsansatz, dass sowas passiert, liegt natürlich immer an den Leuten, die dort sind, an den bösen College Boys von irgendwelchen Vereinigungen. Und ich muss wirklich sagen, es lässt einen ein Stück weit sprachlos zurück, wenn man aber nur denkt so, ey, es kann doch nicht euer Ernst sein, sowas so zu machen, um zu sehen, wo getrickst wird, was getrickst wird, wie es hingedreht wird und alles. Und ja, man hört immer noch Robin im Hintergrund, der regt sich auch noch tierisch auf. Und was ich allerdings echt mega cool fand, waren dann die Ausschnitte von den Konzerten. Das, oh, definitiv, das war gut, ja. Ah, das war der Hammer. Also hier mal Korn, Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers, Bush, Willie Nelson. Swallowed, followed. Ja, Jewel, die von der Bühne dann abgehauen ist. Und also, ich fand es richtig, richtig cool. Fatboy Slim.
Fatboy Slim. Ja, und das ist nämlich das, diese Rave-Halle mit Fatboy Slim und allem. Und auch da, wie brutal erschreckend, was da passiert ist auch. Also das hat mich richtig angewidert, muss ich auch sagen. Wirklich krass. Ich kann es echt Leuten mal nur empfehlen, sich das reinzuziehen. Auch mit dem Hintergrund und dem Hintergrund zu wissen, okay, passt auf, es ist wahrscheinlich bei vielen Festivals so. Ich fand es aber ein bisschen, also für eine Doku fand ich es zu sehr gefärbt von der Meinung her. Weil, also da kommt ja mehr oder weniger raus, ja, wenn die eine Person nicht die Leute so angestachelt hätte, wäre das alles halbwegs ruhig geblieben. Aber das Versagen war ja auf der ganzen Ebene. Also da war ja von leitenden Funktionen, die einfach auch diese Separierung zwischen der Nice and Shiny Side von den ganzen Künstlern, die wirklich im Luxus geschwelgt haben, dann war da so eine Mauer, da kannst du dir vorstellen, wie mit Nord- und Südkorea oder so, ne? Ja, ja. Also auf der einen Seite wird gehungert, gedurstet, ja, auf der anderen Seite fliegen die gebratenen Tauben in den Mund, ne? Und oder ist einfach alles viel zu teuer für den ganzen Quatsch, ja. Und diese Balance, die war halt überhaupt nicht da und auch das ganze Set, so alles nur auf diesem Flughafen da mit Beton und das hat sich alles aufgeheizt, ohne Verschattung bei der Hitze und alles. Da war so viel Versagen auf ganzer Ebene. Ich finde es immer krass, wie jemand denken kann oder wie auch Leute mit Erfahrung so ein Großprojekt initiieren können und dann so stark fehlen an Sachen, die gesunde Menschenverstand, wo man sagt, ja Mensch, ey, da hätte man doch dran denken müssen, ne? Das ist krass. Aber wo du einfach denkst, so, ey, ist das jetzt gerade dein Ernst hier? Gibt's ja auch die Doku hier vom Fyre Festival und so, das ist ja genau das Gleiche, ne? So Big Fail. Ja. Oder, ja, ich meine, selbst wir waren jetzt auf der Gamescom, ne? Ich meine, kommen wir vielleicht später noch dazu. Also hier jetzt, man hätte den Außenbereich auch ein bisschen mehr verschatten können und auch ein bisschen, ich meine, das Essen, ja, es gab viel Kritik, dass jetzt zum Beispiel die Veganer, die haben fast nichts gefunden, ja. Pommes. Nee, wow. Nicht mal die Pommes, weil die im tierischen Fett gebraten wurden. Ach was. Und ja, ich meine. Sorry, aber das ist einfach nur dämlich. Gamescom, das ist einfach nur dämlich. Ja, ich meine, das ist halt, ja, es ist auch ein groß Projekt in dem Sinne. Man weiß, da kommen viele, viele Leute und gerade bei der Hitze, ich meine, was hätten die sich einen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn sie überall mal ein paar Wasserspender hingestellt hätten oder so. Tja. Selbst in Großstädten gibt es mittlerweile Trinkbrunnen überall, kostenlos, ne? Ja. Stuttgart auch und Paris. Und ja, aber hier diese großen Events, ne, ist schon echt heftig, ne? Da kann man nur froh sein, wenn man solche Menschenmassen an einen Ort bringt, wie jetzt bei Rock am Ring oder sowas, dass das halbwegs safe bleibt und clean bleibt und so, aber hier diese Woodstock 99-Doku, man kann nur hoffen, dass die alle ein bisschen dazugelernt haben seitdem. Erschreckend, ja. Absolut wobei, erschreckend. Ja, wie gesagt, komplett erschreckend einfach, weil echt zu hart. Also wie gesagt, ich sage ja, ich saß davor und habe nur gedacht so, es könnt ihr doch jetzt, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Vor allem dann auch sich so hinhocken mit einer Selbstverständlichkeit so, ja, ist halt so gewesen, ja, können wir ja nichts für. Also als Hauptverantwortlicher quasi hinhocken und sagen, ja, es kann ich nichts dafür, ich kann nichts dafür, dass hier irgendwelche College-Boys kommen und da hier Stress schieben. Doch, und wie gesagt, ich habe mich echt dann besser gefühlt, als Erik dran saß und einfach nur kopfschüttelnd vor seinem iPad saß und so, es gibt es doch nicht, das erzähl mir doch nicht sowas. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall mal reinschauen. Die drei Folgen lohnen sich allein schon wegen der Musik, die man hört. Das stimmt. Also die Musik, ich muss sagen, also wenn das jetzt hier in der Nähe gewesen wäre, dieses mit den Bands, wäre ich wahrscheinlich damals sogar hingegangen. So, weil das wäre so mein Ding gewesen, damals auch musikmäßig. Ja, klar. Zur damaligen Zeit. Das haben ja, glaube ich, alle haben wir das sowas gehört, ne? Aber ansonsten, ich bin nicht so der Freund von großen Festivals. Ich meine, es ist zwar nett, wenn du viele Bands sehen kannst, aber ja, dann irgendwie im Zelt schlafen und irgendwie so, Dixie-Klos und so. Obwohl, das war ja, schon. Das mein Körper ist jetzt nicht mehr für unter 3 Sterne geeignet. Stimmt wohl. Aber ich glaube, unser Ibis war 2 Sterne, war auch ganz okay, würde ich sagen. Ja, das war bei okay. Der Gamescom, das war ja. Okay. Ja. Ja, es war schon bei Infanta 4, diese Dixie-Klos, ne? Ich glaube, ich erzähle da.
da war, das Konzert hatte ja noch lange, lange nicht angefangen gehabt. Wir sind da gekommen und ich mache bei dieser, da war eine Riesenreihe Dixie-Klos, alle besetzt. Eins war offen, dann dachte ich, ja, okay, gehe ich da rein. Ich mache da auf. Da denkst du wirklich, es hätte irgendjemand so halb im Hocken mit übelstem Durchfall sich einmal gedreht. Ja, da war wirklich die Wand. Also, und dann denken wir, ey, was sind das für Leute? Was gehen da für Leute? Was treiben die da? Was soll das? Also, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Wenn ich mir denke, dann so ein Festival, wo dann so 3-4 Tage und ja, dann kann ich mir denken, was da los war. Hm. Na gut, noch was Angenehmes, nämlich Day Shift habe ich geschaut. Das ist auch so ein Film wie The Kate, You're Not Okay. Der ist im Internet bei den diversen Plattformen nicht so wahnsinnig gut bewertet. Mir hat er aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, was zum einen auch an den Darstellern liegt. Nämlich Day Shift. Auf Netflix kann man den gucken. Mit Jamie Foxx, Dave Franco unter anderem in den Hauptrollen. Und hier geht es darum, dass irgendjemand atmet hier sehr stark ins Mikrofon. Das war wahrscheinlich ich. Ich dachte, du wolltest hier Atmo machen für Dayshift. Also bei Dayshift geht es darum, Jamie Foxx arbeitet als Poolreiniger in Los Angeles. Allerdings ist das nur sein Cover-up, denn eigentlich geht er dann halt immer in die Häuser rein und cleant die von irgendwelchen Vampiren, die sich halt tagsüber dann verstecken und halt im Schatten verstecken. Und wir landen halt relativ schnell, dass die Zähne, wenn sie den Vampirleichen gezogen werden, diese Zähne stellen halt so eine Art Währung dar, die kann man verkaufen. Da gibt es Leute, die gutachten das, hier, wie alt ist der Vampir, und da gibt es halt mehr Geld. Und Jamie Foxx ist halt ein bisschen im Struggeln mit Geld, weil seine Ex-Frau und die Tochter, die brauchen halt wieder mal Geld für die Schule und so weiter. Und er muss halt bis Freitag oder so, wir sind Montag und so, muss er halt irgendwie $10,000 beschaffen für die Zahnspange der Tochter und für das Schulgeld. Ansonsten würde die Ex-Frau mit der Tochter, die er sehr liebt, wegziehen nach Florida, ans ganz andere Ende der USA, weil dort irgendwie die Mutter lebt und die kann sie dann finanziell unterstützen und so weiter. Kann sie das Haus verkaufen, haben sie ein bisschen Geld. Und so ist er halt jetzt ein bisschen unter Druck, Geld zu beschaffen, und will halt da noch ein paar Vampire jagen, insbesondere die älteren Vampire, deren Zähne mehr Geld bringen. Und wir sehen dann, da gibt es so eine ganz kuriose Union, also so eine Gewerkschaft irgendwie, die sich zusammenschließen oder die zusammengeschlossen sind, die Gewerkschaft der Vampirjäger. Das fand ich ein bisschen sehr weird, diese Darstellung. Und da tritt er halt wieder ein, denn dort kann er diese Zähne teurer verkaufen, und er bekommt aber, weil vorher schon mal was passiert ist, als er in der Gewerkschaft war, ist einiges schiefgelaufen, bekommt er erstmal so jemanden an die Seite gespielt von Dave Franco, so eine absolute Büroklammer, der eigentlich nur Innendienst gemacht hat, und der soll mit rausgehen und gucken, dass der sich an die ganzen Regeln hält der Gewerkschaft. Und ja, wie es dann halt immer so ist, Buddy-Movie-mäßig, die beiden können sich am Anfang überhaupt nicht verstehen und sind dann halt am Anfang oder nachher später aufeinander angewiesen. Und Dave Franco, der hat halt auch noch nie eine Waffe angefasst, war noch nie im Außendienst und so, stellt sich da halt auch ein bisschen dämlich an. Und was ich aber nicht verraten will, ist, so viele Nebencharaktere und Cameos, die noch mit auftreten, fand ich absolut großartig, sehr, sehr lustig, cool gemacht, und der Soundtrack ist der absolute Hammer. Das ist jetzt nicht der Soundtrack wie von Woodstock 99, wo es eher so ein New Metal war, sondern hier ist es wirklich das Beste an Hip-Hop aus den 90ern. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Hip-Hop und Rap aus den USA, aus den 90ern. Da kommt einfach ein geiler Song nach dem nächsten. Es fängt an, kann ich ja sagen, erste Szene, das Ding macht auf, die Kamera, du siehst L.A. und da kommt California Love. Ne? Und da war ich schon drin gewesen im Film, und nachher kommt auch noch so geiler Scheiß. Vor allem, das passt auch so hundertprozentig auf die Szenen drauf. Und das ist halt ein spaßiger Vampir-Jagd-Action-Film mit Action-Szenen à la Blade, aber halt mit viel mehr Spaß und mit diesem ganzen Buddy-Movie-Flair, mit coolen Nebencharakteren. Und es hat echt Spaß gemacht. Also bei mir, ich mag ja solchen Vampir-Quatsch auch, also hat er doch durchaus 7 Punkte erreicht, während der, glaube ich, im Internet liegt er irgendwie so bei 5 bis 6 Punkten. Da hat aber der Soundtrack bei mir echt viel rausgerissen. Ich würde mir sogar, wenn da ein zweiter Teil kommt, da würde ich sogar ins Kino dafür gehen, falls der nicht auf Netflix seine Premiere hat, weil echt viel Spaß gab bei dem Film. Vielleicht ist es was für euch, ich weiß es nicht. Dann mal reinschauen. Day Shift heißt der.
Achso, vielleicht kann ich noch erklären, warum es Dayshift heißt. Bei der Gewerkschaft gibt es natürlich Tag- und Nachtschicht und bei der Nachtschicht, da geht natürlich viel mehr ab mit Vampirjagd, weil die dann ja alle rauskommen und so. Und bei der Tagschicht passiert eigentlich relativ wenig und er wird halt erstmal am Anfang in die Tagschicht zugeteilt und ja. Und dann gibt es auch noch so eine böse Obervampirin, die sich da ganz viele Grundstücke unter den Nagel reißen will, um da für viele Vampire ein Haus zu bauen. Gegen die muss er natürlich dann kämpfen und so, das ist der Oberboss. Dayshift, 7 Punkte von mir. Und habe ich Bock drauf, habe ich auch schon gesehen, habe ich auf dem Zettel auf jeden Fall. Das Soundtrack ist der Hammer. Klingt halt echt witzig. Ja, ist auch sehr witzig. Und genau, ich habe den ja im Zug auch geguckt, weil ich mich ich muss dann immer mal das Display ein bisschen wegdrehen, dass da keiner mitguckt bei diesen ganzen Schnetzelszenen, weil die doch teilweise sehr drastisch waren und richtig gut gemacht. Regie hat übrigens J.J. Perry geführt, von denen hat man noch gar nichts gehört, das ist der erste Film von ihm. Der hat für hunderte Filme hat er die Stunts gemacht und war Stuntman und Stunt-Coordinator, unter anderem John Wick und alles. Also der hat da richtig viel Ahnung von den Inszenierungen. Kann man sich mal bei IMDb mal durchklicken, was der alles gemacht hat. Also hunderte Filme. Ich lese hier zum Beispiel Skyscraper, Transformers, Old Boy, Olympus Has Fallen und so weiter. Total Recall, Argo, ach, alles Mögliche. Ja, gibt's kostenlos bei Netflix, wenn man Netflix hat. Zu den Serien kommen wir dann das nächste Mal. Und vielleicht wollen wir ein paar Worte zur Gamescom sagen, Chris? Ja. Games. Gamescom ist vorbei, Chris. Ja. Dieses Jahr wieder. Schade. Ja. Gamescom ist rum. War mal endlich wieder. Schön, dass man da war. Aber es bleibt ein großes Aber. Mehrere große Aber. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also bei mir bleibt schon auch ein Aber, ja. Nicht nur ein Aber. Also Aber Nummer eins ist Thema Eigenverantwortlichkeit. Fasse ich mich auch an die eigene Nase, was das Thema Masken und sowas angeht. Es war eigentlich keiner mehr groß mit Maske unterwegs. Also am Vormittag habe ich noch an manchen Ständen die Mitarbeiter gesehen, die Masken hatten. Das hat sich dann aber auch gelegt über den Tag über. Und diese Reinigungsmaßnahmen von Tastatur, Headset und so, Maus, das war einfach nur lächerlich. Also einfach mal Real Talk, das ist einfach nur lächerlich, was da gemacht wurde. Also wenn das sich nicht zu einem Superspreader-Event entwickelt, dann weiß ich auch nicht. Dann haben die wahrscheinlich mehr Glück wie Verstand oder sind einfach auf einem Level wie Woodstock 99. Ich war vorher schon auf anderen Messen dieses Jahr. Da war es eigentlich genau das Gleiche. Ich war in Frankfurt auf der Data Center World im Mai. Kein Mensch hat eine Maske angehabt. Ich habe häufig eine Maske angehabt, weil ich war am Stand auch. Und da kommen ja dann die meisten dann auch hin und haben eine Frage oder suchen halt einen Kollegen oder sowas. Ne? Aber ansonsten hat dort auch keiner eine Maske angehabt. Das, ja, weiß nicht. Vielleicht ist es so, dass die meisten denken, wenn sie da zur Tür reinkommen, ist das irgendwie ein Safe Space oder so. Aber ja, ab hier endet Corona, weil Corona kann mit der Gamescom nichts anfangen, deswegen gibt es da nicht. Also das ist einfach, ja, das ist einfach doof. Kannst du der Messe halt nicht vorwerfen, das ist halt letzten Endes das, wie die Personen. Ein Stück weit, doch, finde ich schon, kann man das der Messe vorwerfen, weil eben hier groß angekündigt ist mit Hygienekonzepten, das war einfach nur lächerlich. Also es war ganz ernsthaft, das ist einfach nur lächerlich. Mit, oh ja, wir lassen mehr Platz zwischen den Ständen. Ja, notgedrungen, weil weniger Aussteller da sind, ist klar. Und das ist was ich der Messe massiv ankreide. Und halt der Punkt, dass es super schade ist, einfach, dass ganz arg viele Publisher nicht da waren. Gerade Sony fand ich sehr schade und dass dann Xbox quasi als der Platzhirsch schlechthin eigentlich auch nur einen relativ kleinen Stand hat, wo noch nicht mal alle Publisher mit drin sind, die ja zwischen da dazugehören. Ich weiß nicht. Also, ja, schade. Ich kann es aber irgendwie nachvollziehen. Das hat für mich so wirklich so im Nachklapp, so ein bisschen Abstand, so echt ein bisschen auf die Stimmung bei mir jetzt gedrückt. Insgesamt aber ein toller Event. Also, erstmal vom Erik ultra gut organisiert mit Zugfahrt, mit Hotel und alles. Das muss man auch mal lobend erwähnen. Danke. Aber ja, sogar noch, öffentlich, ne? Weil du noch sagtest, wegen dem, dass da manche nicht da waren,
Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ich habe jetzt zu Hause mal meinen Arbeitslaptop ja hier. Ich habe mal nachgeschaut, wann ich die Mail bekommen habe. Wir kriegen ja auf Arbeit auch immer Mails wegen Messestandbau und sowas, ne? Wann wir da Standflächen buchen können. Wir stellen dort zwar nicht aus auf der Gamescom, wir kriegen aber trotzdem die Mails, weil wir ja auch da thematisch unterwegs sind in dem Bereich. Und ich habe die auch sehr, sehr spät bekommen, die Mail. Und wenn ich jetzt überlegt hätte, also ich meine, wir haben jetzt meistens nicht so riesige Messestände wie jetzt ein Xbox oder sowas, ja, wenn wir auf eine Messe gehen. Also bei der Data Center World hatten wir irgendwie 16 Quadratmeter oder 14 oder sowas. Das kriegst du mal schnell noch, ja, in ein paar Wochen geplant. Ne? Du musst ja mit Messestandsbau und sowas alles sprechen. Aber wenn du da ein großer Publisher bist, wie PlayStation oder sowas, die wollen ja natürlich auch ein bisschen was darstellen. Das kriegst du einfach in der Zeit nicht mehr geplant. Da war einfach die Messe Köln viel zu spät mit der Kommunikation der möglichen Flächen und der Flächenbuchung, würde ich mal sagen. Das wird vielleicht gar nicht so sehr an den Publishern gelegen haben. Die Xbox, die haben dann halt gesagt, okay, dann nehmen wir halt dieses Quadrat, das kriegen wir schon irgendwie befüllt. Aber Sony, die hatten ja in der Vergangenheit auch immer Messestände, die so ein bisschen, ja, die auch gestalterisch sehr gelungen waren. Die waren ja nicht immer das Gleiche. Ich erinnere mich an das eine Jahr bei der Games Convention war das noch. Da hatten die eine ganze Halle gemietet, da hingen von oben nur so Stoffbänder und in der Mitte waren so PSPs, die sie damals neu vorgestellt haben. Hießen die PSP? Ja, diese Portable. Ja. Ja. Deswegen, ich glaube, denen hat einfach die Zeit nicht gereicht. Da haben die gesagt, naja, wir wissen eh nicht, ob es dann doch wieder alles für die Tonne war, die Planung. Dann machen wir es halt nicht. Deswegen hoffe ich mal, dass die nächstes Jahr dann am Start sind wieder. Ich bin da zwar, bei Sony sind wir natürlich auch gewesen, es war jetzt nicht ein Riesenmagnet für mich. Nintendo schon eher. Ja, Nintendo, genau, fehlt ja auch. Ja, Nintendo war schon eher ein Magnet für mich, um da die Spiele, da bin ich irgendwie, habe ich mehr Affinität. Ich habe zwar PlayStation und alles, aber ja, irgendwie kennt man das alles schon von den PlayStation-Präsentationen, aber bei Nintendo, weiß nicht, da hatten wir immer, die haben schöne Aktionen gehabt am Stand, da war Charles Martinet da oder irgendwie ein Super Mario, der rumgelaufen ist, den man knuddeln konnte und so. Ah ja, oder halt für die Club Nintendo-Mitglieder gab es dann so kleine Sachen zum Abholen. Gab es diesmal auch alles nicht. Normalerweise konnten wir uns immer von diesem einen Zeitungsverlag, von der N-Zone, so einen kleinen Goodie-Bag abholen, weil wir Abonnenten sind, zum einen von der N-Zone und von dieser PC-Zeitung, die ich abonniert habe. Nix, gab es nix. Ja, nichts, ne? Ja, das ist halt. Bandai Namco halt hatte nichts mit ihrer App, sonst hatten die auch immer mit so einem QR-Code. Hier so, oh, jetzt hauen wir richtig Giveaways raus. Jetzt nimmst du mal hier ein Packen Schlüsselbänder und ich nehme ein Packen Schlüsselbänder. Ich mit 30 Schlüsselbändern in der Hand, ja, nee, brauche ich nicht auch noch. Und nein, das soll jetzt hier nicht heißen, ja, ich gehe da nur hin, um Sachen abzugreifen. Nee, aber es war so ein bisschen für mich tatsächlich auch das Spiegelbild dafür, was es gab und was es halt nicht gab. Und das hat mir alles gefehlt. Ansonsten war es schön, mal wieder dort zu sein, auch Leute zu treffen dort. Das ist fast mehr wert wie die Messe selbst. Ich bin froh, dass wir nicht mit irgendwelchen Idioten aneinander geraten sind, die da jetzt hier das alles so ein bisschen in schlechtes Licht rücken durch ihr absolutes Vollidiotenverhalten. Wir hatten Glück, dass unsere Schlägereien nicht gefilmt wurden. Das ist ja eigentlich das Gute. Wir haben ja dann den anderen Leuten die Handys aus der Hand geschlagen und haben die zertreten. Sonst wäre das ja auch online gegangen. Ja, genau. Genau. Und deswegen, ja. Ja, aber ansonsten war es ganz cool. War schön, wieder da zu sein. Aber wie gesagt, wenn nächstes Jahr die gleiche Chance ist, hier mit, ja, Nintendo nicht da, Sony nicht da, boah, dann komme ich wirklich ins Grübeln. Ja, und einerseits ist es ja schön. Wie viel vor Ende waren wir an dem Punkt mit, ja komm, jetzt gehen wir haben alles gesehen. Genau, weil man hatte dann irgendwie schon alles gesehen, schon mehrfach teilweise mit den Hallen, was ich eigentlich bei den Jahren zuvor nicht das Gefühl hatte. Da habe ich gedacht, habe ich jetzt wirklich alles gesehen, sollten wir jetzt wirklich schon gehen und so, aber dann, ja, hieß es auf einmal, es ist um 7, alle raus. Ja, und diesmal, ja, waren wir auch ein bisschen platt und so und hatten eigentlich schon alles gesehen gehabt. Was natürlich schön war in diesen ganzen Merchandise-Hallen, dass da mehr Platz war, weil da ist man ja immer nur so durchgeschoben worden dann irgendwann. Speziell Nachmittag, wo die ganzen Wildcards dann reingekommen sind. Und ja, also wahrscheinlich werde ich trotzdem wieder hingehen, auch wenn vielleicht ein paar fehlen. Aber wenn jetzt die Spirale in die andere Richtung geht, dass jetzt vielleicht noch ein paar mehr sagen, wir gehen nicht hin, dann werde ich es mir trotzdem überlegen. Denn letzten Endes
wenn ich jetzt mal alles zusammenrechne, so Ticket, Zugfahrt, Mini-ICE und Hotel, das darf man vielleicht nicht zusammenrechnen, aber da bin ich schon bei einem ganz schönen Betrag, wo ich sage, Ja, richtig. Ja. Das ist der andere Punkt, wo ich dann auch sage so, okay, also für die Kohle, ich weiß. Aber letzten Endes auch ein bisschen Klassentreffen. Man sieht Jeff mal wieder aus Luxemburg und wir haben jetzt mal ein paar Leute neu kennengelernt, die ich noch nie live gesehen hatte. Und da in unserer Gamescom-WhatsApp-Gruppe haben ja auch schon ein paar Leute gesagt, sie wollen nächstes Jahr wiederkommen. Na, dann würde ich sagen, okay, wenn dann so ja Philipp, Oliver und so weiter mit Begleitung vielleicht dann kommen, dann okay, dann bin ich doch wieder am Start. Na, mal schauen. Ist ja jetzt wieder Zeit, kann man wieder ein bisschen Luft holen. Ist ja noch ein bisschen hin, aber ja. Wie gesagt, ist erstmal so, mixed feelings, wie es so schön heißt. Okay. Alles klar. So, jetzt brauche ich mal einen ganz kurzen Trenner. Ansonsten hier. Unbedingt das Video anschauen auf YouTube vom Erik. Ja. Wo alles großartig zusammengefasst ist. Also unbedingt da. Ja, großartig. Ist auch bestimmt an unter Sendung hier verlinkt. Also. Ja, ich glaube, ich habe viele Sachen ja eh nicht, also die ganz großen, die Captain Obvious Sachen, die da so vorgestellt wurden, habe ich gar nicht gezeigt, sondern eher so ein bisschen die kleineren Geschichten. Indie-Games waren auch besser, ne? Mal gucken, was da noch hängen bleibt. Ob wir uns danach das Spiel holen, dieses eine da, dieses Hockeyspiel. Also Ghost Song übrigens habe ich echt auf meiner Liste, weil so im Nachklapp fand ich das wirklich cool, das einmal so zu spielen. Das ist was für zwischendurch, das ist mal was anderes. Das werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich werde mir The Last Worker holen. Das habe ich auch schon hier. Habe ich schon auf meine Wunschliste gepackt bei Steam. Und noch ein paar andere Sachen. Okay. Jetzt brauche ich mal einen ganz kurzen Trenner hier, ganz kurz. So, damit ich weiß, wo es weitergeht. Ich hatte ja eine Hausaufgabe an die geschätzten Hörerinnen und Hörer gestellt, die allerdings wahrscheinlich ein bisschen zu schwierig war. Es haben sich nur zwei Personen beteiligt, nämlich Gumbel316 und Ganzu. Da war ja die Frage, ja, wie könnte man die Sneaker oder Sneakerinnen, gibt es da vielleicht ein besseres Wort dafür? Und sind zwei Vorschläge eingegangen, VorschauerInnen oder Sneaky. Muss ich sagen, hauen mich beide nicht vom Hocker. Aber ich habe ja gesagt, wer da mitmacht, eine Person bekommt auf jeden Fall ein kleines Überraschungspaket mit einer Blu-ray drin und irgendwie noch ein Gadget oder so. Deswegen werde ich mal aus den zweien, ihr dürft euch mal überlegen, welcher von den beiden Personen den Range von 3 bis 6 bekommt auf meinem Würfel und welcher den 1 bis 3, 4 bis 6 so rum und 1 bis 3, ja. Und ich werde jetzt mal würfeln und ich sage euch die Zahlen und ihr sagt mir dann, oder ihr sagt mir, wer es ist, ja. Okay, könntest du uns nochmal die Namen sagen, bitte? Steht in der Kommentarspalte auf Kinocast.net, Gumbel und Ganzu. Gumbel und Ganzu. So. Ja, also, Gumbel 1 bis 3 und fertig, oder? Oder so, ne? Ich wollte es jetzt auch rumdrehen können. Okay, dann würfel ich jetzt mal. Er fällt. Es ist die 2. Hör das jetzt? Gumbel. Sneaky, Gumbel. Oder? Sneaky, ja. Sneaky. Wie gesagt, falls noch jemand einen richtig geilen Vorschlag hat, ihr könnt es auch gerne bei dieser Folge in den Kommentar schreiben. Vielleicht lasse ich mich dann nochmal erweichen und mache noch ein kleines Goodiebag locker und versende das. Aber diesmal hat auf jeden Fall Gumbel 316 erstmal geantwortet. Aber das muss dann halt ein Vorschlag sein. Falls da was Cooles eingeht, dann würde ich nochmal was verschicken. Ja, Gumbel 316, ich werde dir eine E-Mail schreiben. Achte mal auf deine E-Mails und da frage ich dich dann nach deiner Adresse. Das ist dann also kein Phishing oder so. Es geht um dein Goodiebag. Okay, so. Dann gibt es ein paar Musiktipps auf eure Ohren. Ihr könnt unsere Spotify-Liste abonnieren und habt dann immer ganz viele Musikvorschläge. Music. Von mir gibt es einen Song, den ich in Frankreich sehr oft gehört habe. Vielleicht schwappt er auch nach Deutschland, vielleicht auch nicht, von Slimani Larissette. Ich habe gerade als gerade La Raclette gelesen, habe Hunger bekommen. Hunger habe ich auch, ist gleich um 12. Muss nachher mal gucken, ob es oben was gibt. Entschuldigung. Einfach gut. Ich habe von Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey und Pharrell Williams Stay With Me. Quasi ein Best of All hier. Ist das hier
sowas wie Band-Aid, wo sich alle zusammenschließen, alle wichtigen Leute und ein Lied machen, oder muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Das klingt ja, kenne ich glaube ich noch nicht, oder? Ja, mal sehen. Ich nehme von Kraftklub Teil dieser Band. Okay, ich trage es mal bei dir ein. Bitte, danke. Okay, Teil dieser Band. Das haben wir noch nicht, oder? Weil Kraftklub haben wir schon. Soweit ich weiß, nein. Nicht. Dann passt das ja. So, dann gibt es beim nächsten Mal auch wieder ein paar Serien, über die wir sprechen. Unter anderem Miss Marvel haben wir alle durchgeschaut. Mal schauen. She-Hulk, da gibt es dann wahrscheinlich 3 Folgen zu besprechen. Paper Girls habe ich komplett durchgeschaut mittlerweile. Da kann man gucken, ob sich die Meinung mit der von der Kate deckt, die ja auch schon alles gesehen hat. The Boys Staffel 3, vielleicht kann ich die euch doch nochmal schmackhaft machen, nachdem ihr da bei der Penis-Prostata-Innenmassage-Szene ausgestiegen seid. The Tourist, Only Murders in the Building, House of the Dragon. Stimmt, das fehlt ja auch noch. House of the Dragon, ja, müssen wir auch noch. Hat letztens einer einen lustigen Tweet, hat sogar die Sky retweetet, ne? Irgendwie, kann ich House of the Dragon angucken, auch wenn ich House of Gucci noch nicht gesehen habe? Ja, so sehr lustig. Ja, gibt es dann wahrscheinlich nächste Woche zur Aufnahme dann auch schon 2 Folgen zu besprechen. Schauen wir dann mal. Also gibt's, ach hier, Uncoupled, das ist auch noch da, sehe ich hier. Viel Serien. Also dann, und wir haben noch einen Rezensionsdisc offen. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche nicht so viele Filme haben, sondern vielleicht die Rezensionsdisc, unsere Sneak und dann den Rest Serien. Ja, bis dahin. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen. Und danke an alle, die uns auf Patreon und auf diversen anderen Plattformen sponsern. Und auch allen, die uns nicht monetär unterstützen durch Weiterempfehlungen und alles. Ne? Ja, vielen Dank dafür. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Auf Wiederhören. Auf Wiederhörnchen. Der Kinocast.